Betrunken Radfahren, 1,6 Promille im Straßenverkehr. Man darf doch besoffen Fahrrad fahren, oder? Also ich kann nicht so viel sagen, Chat, dass früher bin ich immer zur Disco mit dem Fahrrad gefahren und besoffen wieder zurück. Nein? Oh. Stop talking. Hey, yo, Chat, relax, Alter. Okay, wir lassen das angucken. Ich finde das interessant. Fahrradstadt Münster, Freitagnacht, Alkoholkontrolle. Von links auf mich zukommt. Den. Ist das wieder Hannover? Eine auffällige Radlerin. Haben Sie Alkohol getrunken? Ja. Ja, dann machen Berlin, wir mal einen Alkoholtest. Ja. Auf dem Fahrrad bleiben bis zu 1,6 Promille straffrei. Uni Mainz, 10 Uhr morgens. Was nach einem studentischen Frühshoppen aussieht, dient einer umfangreichen Studie. Hier wird getestet, wie sicher man unter Alkoholeinfluss Fahrrad fährt. Versuchsleiterin der Studie ist Katja Luchmann. Münster? Münster. Es ist nicht nur Saufen, es ist eigentlich eher eine kontrollierte Trinkstudie. Es gab einfach noch nicht genug. Hey Chat, kann jemand von euch bei der kontrollierten Trinkstudie mitmachen? Studien zu diesem Thema. Und die Studien, auf die sich das Ganze... Wer meldet sich freiwillig? Ihr bekommt frei. Die Grenze, die sind doch schon auch noch aus den 80er Jahren. Wer Auto fährt mit 0,5 Promille Alkohol im Blut, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Der Grenzwert fürs Fahrrad liegt bei 1,6 Promille. Sind 1,6 Promille nicht viel, Chat? Sind das nicht irgendwie so 7 Bier oder so? Oder mehr? Was das heißt, darauf sind die Teilnehmer neugierig. Promille ist immer so eine Zahl, aber wie fühlt sich das denn an, 1,6 Promille zu haben? Ich habe absolut keine Vorstellung davon und ich habe auch... So schnell wie du redest, hast du eine Ahnung davon. Finde ich auch interessant für mich, diese Erfahrung mal zu machen, wie ich mich denn dabei fühle oder wie ich auch dabei noch Fahrrad fahren kann. Was erwartet sie heute noch? Wie viel Alkohol? So, also wenn ich nur bei Wein bleibe, dann ein bisschen mehr über einen Liter. Heilige Scheiße. Chat, wie viel habe ich Intus, wenn ich eine Flasche Wein trinke? Für den Test müssen die 5 Probanden 3 Stationen bewältigen. 1,3? An Station 1 wird die Reaktionsfähigkeit getestet. An Station 2 08. Müssen sie einen Rundkurs bewältigen. Was würdest du sagen, Chat? Ab wann kommst du in Fahrt? Ab wie viel Promille? Wir müssen nicht antworten, Chat. Ich bin nur am Quasseln. Ja? Zuletzt dann noch einen Kurvenparcours. Und zwischendurch gibt es immer wieder Bier und Wein. Die Teilnehmer müssen sich einen Alkoholpegel antrinken von 0,5, 1,0 und... 1,5. 0. Der Test beginnt. Eva Hock hat nach 20 Minuten und 2 kleinen Gläsern Wein das erste Etappenziel erreicht. Da sehen wir jemand auf die Schnauze fällt. Steigt sie mit 0,5 Promille und bleibt fehlerfrei. Aber sie musste sich stark konzentrieren. So wie ich mich vorher gefühlt habe, dachte ich auf jeden Fall, dass ich mindestens eine Pylone umfahre oder irgendeinen Fehler mache. Das ist sie betrunken aus, die gute Dame? Ich glaube, ich würde so trotzdem nicht Fahrrad fahren wollen im Straßenverkehr dann. Auch die übrigen Probanden leisten sich mit 0,5 Promille so gut wie keine... Er denkt dran, Chat, dass das Promille immer quasi auf das Gesamtvolumen eures Blutes im Körper quasi gerechnet wird. Wenn die Dame da deutlich kleiner ist und deutlich zierlicher ist als, keine Ahnung, du 120 Kilo Mann, dann kann sie auch sozusagen den Alkohol weniger verdünnen als du in deinem Körper. Eine Fahrfehler. Um die Ergebnisse exakt zu protokollieren, entnimmt Versuchsleiterin Katja Luchmann Blutproben. Ein kurzes Zwischenfazit. Ah, what the fuck, ich war nicht vorbereitet, Alter. Holy shit. Sicherer. Auch er hat Studien durchgeführt, um den Alkoholgrenzwert von 1,6 Promille auf den Prüfstand zu stellen. Denn im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern ist bei Radfahrunfällen deutlich häufiger Alkohol im Spiel. Bei rund einem Viertel aller alkoholbedingten Unfälle sind Radfahrer beteiligt. Da sollten wir einfach auf unsere Ergebnisse schauen und sehen, wann sind denn die überwiegende Zahl der Probanden nicht mehr in der Lage zu fahren. Und da kann man sehr gut sehen, ab 1,1 Promille geht das wirklich deutlich in den Keller. Und deswegen wäre das ein sehr, sehr guter Wert, den wir als Analogie zu den 0,5 beim Auto einführen könnten. Also 1,1 Promille als Ordnungswidrigkeit. Wenn man dann erwischt wird, Punkt in Flensburg und ein Bußgeld. Vergangenes Wochenende. Nicole Pollert und Ralf Kambach von der Polizei kontrollieren heute gezielt Radfahrer. Ja, ich glaube, wenn du so rumfährst, musst du dich nicht wundern, wenn du angehalten wirst, Mann. Auf Alkohol. Eine Kiste Bier schon hinten drauf. Merkwürdige Fahrweise, fehlendes Licht oder falsche Straßenseite. Wer auffällt, wird kontrolliert und muss pusten.
Nur wenige Radfahrer kennen die geltende Alkoholgrenze fürs Rad. Ich weiß nicht, was die Grenze ist, wenn man Fahrrad fährt. Wenn man Auto fährt, 0,3, das weiß ich. Aber wenn man Fahrrad fährt, das weiß ich nicht. Geben Sie mal einen Tipp ab. 0,7 würde ich jetzt mal so schätzen. Noch höher? Noch höher? Ja. 1,2? Ist tatsächlich noch ein bisschen höher. Noch höher? Nee. Um 20 nach 12 ein auffälliger Radler. Der, ne? Da habe ich auch irgendwann. Der kommt vorüber. Oha, jetzt geht's los. Oha. Angriff. Wann haben Sie den letzten Alkohol getrunken? Vor 10 Sekunden. Bro, das ist ziemlich amüsante Dokumentation. Sichtlich alkoholisiert. Der junge Mann muss pusten. Ich muss nicht, bis ich Stopp sage. Kräftig rein. Warte, stopp. Haben Sie noch was anderes getrunken außer Bier? 0,72 Milligramm Alkohol pro Liter Blut. Vor 10 Sekunden. Etwa 1,5 Promille. Er hat Glück. Sein Alkoholwert liegt knapp unter 1,6, dem Grenzwert fürs Fahrrad. Wollen Sie mal eine richtig lapse Aussage haben? Oh, oh. Ohne, dass Sie beleidigt sind? Und so raus. Okay. Sie sind volltrunken, sind besoffen. So fahren Sie auf Fahrrad. Sie sind so auffällig Fahrrad gefahren, hier im Dunkeln, dass ich Sie von der anderen Straßenseite gesehen habe. Dass wir beide gedacht haben, Sie fallen auf die Fresse. Gut, Punkt. Das war jetzt klar. Holy shit, Alter. Einziger Handhabe der Beamten bleibt ein Radfahrverbot für diesen Abend. In Mainz steigt die Stimmung. Es ist 11.30 Uhr. Im Zeichen der Wissenschaft wird eisern weitergebechert. Auch wenn das um diese Tageszeit gar nicht so einfach ist. Wie viel Uhr ist es? Doch anstrengend. Besonders wenn man auf die Uhr schaut. Mit hab ich zugehört, Chef. Wie spät ist es? 1,0 Promille steigt Max immer. Corell wieder in den Sattel. 11 Uhr? Seid ehrlich, Chat. Wäre irgendjemand von euch um 11 Uhr bereit, für die Wissenschaft ein Bier zu trinken? Oder einen Kasten? Station konzentriert er sich auf den Er bekommt frei für den Tag übrigens. Bezahlter Urlaub. Monitor am Ende der Strecke, der eine Ampel simuliert. Ich finde das gut, dass diese Aufopferungshilfe. Aufopferungsbereit seid. Das letzte Heranrollen. Mein Gott, halt heute wieder. Von der Seite übersieht er dabei. Sorry, ich kann auch nicht so lange Deutsch reden, Chat. Ich lerne noch. Die Stationen 2 und 3 meistert er, obwohl seine Zunge nach mehreren Bieren schwer wird. Die zwei Pfosten vom Slalom habe ich so super gesehen. Aber alles, was drumherum ist, sieht man nicht mehr gut. Also das ist, wenn jetzt zum Beispiel im Verkehr irgendwie was von rechts käme, eine Straße, und ich würde mich auf die Ampel konzentrieren, dann wäre die Ampel alles. Und auch die anderen Probanden bekommen mit 1,0 Promille Probleme. Allen voran Student Andreas Lauchs. Andreas, was machst du da? Andi! Nur Karl Philipp Fellgren rutscht zwar einmal vom Pedal ab, bleibt aber fehlerfrei. Alkoholiker quasi. Hat sich sogar besser angefühlt als vorher. Ich glaube, man wird einfach wagemutiger, je mehr man getrunken hat. Prost! Stufe 3, 1,5 Promille. Zur Erinnerung, im Straßenverkehr sind auf dem Rad bis zu 1,6 Promille erlaubt. Die schafft nicht jeder. Max Corell gibt auf. Wenn ich weiter trinken würde, würde ich wirklich brechen. Also ich glaube, das wäre kein sinnvoller Weg, jetzt noch weiter zu trinken. Der Rest hat den Pegel erreicht. Andreas Lauchs steigt wieder in den Sattel. Seine Fahrweise ist jetzt deutlich wackelig. Achtung, stopp. Komm, fall mal hin, Mensch. Fall hin. Und dann das. Ja, hinfallen. Ja! In einer harmlosen Kurve verliert er das Gleichgewicht. Dem Studenten ist zum Glück nichts passiert, von einem kleinen Schreck abgesehen. Was ist denn gerade passiert? Wo ich hingefallen bin, bin ich, glaube ich, über dieses Kabel gerutscht. Von daher war es ein bisschen schwer zu koordinieren. Trotz 1,5 Promille fährt Karl Philipp Fellgren noch recht sicher. Insgesamt schmeißt er trotzdem 4 Pylonen um beim vorsichtigen Herumkurven. Man überschätzt sich wirklich bei der Geschwindigkeit. Man muss um die Kurve gehen und fährt dann doch so einen Pylon um. Und das wird einfach viel schwieriger, als man gedacht hat. Geschafft. Der Test ist vorbei. Es war einer von mehreren, der in die Studie von Katja Luchmann eingeht. Danke für die Hilfe, Jungs und Mädels. 3.35 Uhr in Münster. Hauptkommissar Karl Kambach fällt eine Radfahrerin. Die haben die Bolton Bankrupt-Kamera da, Chat. Schau mal.
Fahrerin auf die Schlangenlinie fährt. Ich habe einen Stopp, warte mal eben. Links hier ein Radfahrer, der jetzt von links auf mich zukommt. Oh. Den. Radfahrerin. Eine Radlerin kann sich nicht auf dem Rad halten. Sie stürzt. Guter Anfang. Die junge Frau scheint verwirrt. Kommen Sie mal hoch. Haben Sie Alkohol getrunken? Ja. Ja, dann machen wir mal einen Alkotest. Ja, ja, aber Sie haben eine Kollegin mal eben. Sie haben Eisrecht. So, kommen Sie mal einmal mit mir mit. Orientierungslos geht's zum Alkoholtest. Nee, lass das Fahrrad auf der Straße liegen, Mann. Der ist alles scheißegal. Anders als erwartet, die Frau hat deutlich unter 1,6 Promille. Konsequenzen hat die Fahrt für sie nicht. 0,09. Ja. Umgerechnet etwa 0,2 Promille. Ihr reicht bereits dieser Wert für eine klare Fahruntüchtigkeit. Das habe ich übel Schiss. Aber wann bin ich auch so wackelig? Voller Radfahrer. Hallo? Chat, es hilft nichts. Ich muss den Wodka rausholen. Ach. Ich habe ihn nicht hier. Oh, warum schieben Sie? Wunderbar. Konnte ich nicht erkennen. Danke. War eine gute Antwort, oder? Ja, das war eine gute Antwort. Das war das, was du hören wolltest, sozusagen.